Wir sind heute am Flughafen mit dem Björn, mein lieber Kollege. Und? Ja, und super cool, mit dir unterwegs zu sein, Maria, weil wir, was machen wir gerade? Ein Prayerwalk, Gebetsspaziergang. Ja, ein Gebetsspaziergang. Ja, einmal im Monat treffen wir uns hier im Terminal. Heute sind wir nur zwei, manchmal sind wir mehr. Und wir beten für ganz unterschiedliche Anliegen. Wir beten für die Airlines. Gut, erstmal kann ich sagen, wer wir sind. Oder kannst du erklären? Ja, wir sind auch eine Gemeinschaft der christlichen, aus der christlichen Flugbranche. Ja, es gibt Piloten, Flugbegleiter, Techniker, ITler. Wer immer irgendwas mit der Aviation, also mit der Flugbranche zu tun hat, ist da immer herzlich willkommen. Ja. Boden, genau. Und wir treffen uns mehrmals im Monat, also einmal im Monat für das Gebetsspaziergang, was wir heute machen. Und ja, dazu vielleicht noch, dass wir dann verschiedene Stationen abgehen, so Flughafenkapelle, Cargo-Bereich, unsere Firma, in denen wir sind und arbeiten, für den Vorstand. Für, wenn man in der Flughafenhalle ist wie jetzt, beten wir für die Reisenden und so. Ne? Ja, das macht man halt so auf dem Gebetsspaziergang. Und manchmal trifft man auch Leute und hat Begegnungen mit denen und kann über den Glauben reden. Ne? Genau, manchmal haben wir auch mit dem Kollegen Mittag gegessen, dann konnten wir mit dem Kellner reden, ne, in Despair, oder für den Kellner beten oder für Heilung beten. Ja, also der Heilige Geist führt uns meistens und jede Gebetsspaziergang ist anders, aber es ist toll zu wissen, dass es in alle Bereiche überall Nachfolger Jesu Christi gibt, ne, egal ob es im Cockpit. Ja, genau, weil wenn wir manchmal auf der Arbeit sind, wir sind ja beide Flugbegleiter, auf einmal fragen einen die Leute, kann man über den Glauben ins Gespräch, und dann gucken die einen an, was? Es gibt gläubige Piloten oder du bist gläubig, was? Und sind erstaunt, manchmal positiv, manchmal überrascht, manchmal weiß ich wie. Aber ja, und es gibt gläubige Leute in der Flugbranche. Ne? Genau, und was sagt das Wort, was sollen wir tun? Licht und Salz sein. Und wer sich zu Jesus bekennt, zu dem wird sich Jesus bekennen. Insofern gibt es auch die Gemeinschaft, um sich gegenseitig zu ermutigen, ja, Licht und Salz auf der Arbeit zu sein, zu lernen, wie kann ich denn über das Wort Gottes reden, wie kann ich Jesus die frohe Botschaft mitteilen, wie kann ich jemandem die Hände auflegen, für ihn beten, Heilung aussprechen und so weiter. Ne? Genau, ja, und das machen wir heute. Ja, und ich weiß auch von Maria, wenn sie wohin fliegt und da mal ein, zwei Tage Aufenthalt hat, lernt sie auch immer wieder Leute im Hotel kennen und so, gläubige Geschwister, aber auch einfach Menschen, die Fragen haben ans Leben, und wir haben echt die Antwort gefunden in Jesus, weil er ist Alpha und Omega, das Anfang und das Ende, und in ihm findet man Antworten. Ja. Amen, genau. Ja. So grüßen wir euch mal, einfach mal ein bisschen Information, dass es Gläubige in der Flugbranche gibt, und wünschen euch noch einen guten Tag und wollen wir hier gerade Zeit, oder? Genau, be blessed. Jesus liebt euch. Ciao. Ciao.